Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zum AT-Alltag am Montag. Wir sitzen heute wieder mal in der GW Panther, der Tiersiemer AT, der Deutschen. Ich habe im Moment nichts Neues in der Garage, was ich euch zeigen kann. Noch nicht, aber demnächst kann ich euch die Siemer AT der Amerikaner zeigen. Aber heute mal wieder die deutsche Siemer. An für sich, finde ich die ja eigentlich, oder fand ich die, ihr wisst es ja, früher ganz okay. Mal gucken, was wir jetzt mit ihr hier in der Runde auf Erlenberg machen können. Top-Tier-Runde. Ihr wisst ja, ich bin von den Siemer-Artis generell, ja, sagen wir mal, wenig begeistert. Da war jetzt keine dabei, die mich wirklich vom Hocker gerissen hat bisher. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Also von daher ist das jetzt alles nichts Überraschendes hier. Erlenberg, mittlerweile ziemliches Campfest, wir wissen es. Ich stelle mich jetzt erstmal hier und bin vielleicht sogar eine Ecke zu weit schon gefahren. So, KV-1 da hinten. Mal gucken, ob wir dem in der Querfahrt eine mitgeben können. Ah, der biegt vorher kurz ab. Ah, scheiße. Der biegt vorher kurz ab. Naja, gut, okay. Ich bewege mich mal ein Stück weiter wieder Richtung... Ja, genau deswegen. Ein Stück wieder Richtung Cap hier. Weil hier doch niemand außer der Jagdpanther ist. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Auf den Toaster kommen wir. Oder? Nee, da ist irgendwas im Weg. Dann gucken wir vielleicht mal, dass wir hier dem Jagdpanther helfen können. Weil das ist in unserem eigenen Interesse. So, lieber Jeffy. Das war knapp. Oh, jetzt kommt da noch ein Leiter dazu, so eine Kacke. Jetzt wird's ekelhaft hier. Noch ein Leit. Jetzt sind wir schon bei 3 Leits, die den Jagd... einer... 4! Alle Leits auf der Seite hier. Shit, die andere Art, die trifft leider nicht. Oh Gott, oh Gott. Das ist nicht wirklich witzig hier. Wir müssten mittlerweile auch offen sein, ja. Ja. Was soll ich sagen? Da habe ich am Ende noch ein bisschen rumgeschnipst mit den Zielmodi, aber ja, ein Light, okay. 2 Lights, vielleicht noch machbar, wenn die eigene 5er Art hier noch trifft. Aber 4 Lights, nö, keine Chance. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Garage wieder. Hier sehen wir die Auswertung. Mit Glück haben wir dieses Gefecht am Ende noch gewonnen. Wir haben hier nichts gerissen. Wir wurden halt direkt am Anfang von den gegnerischen Lights komplett gerommelt. Unser Team hat außer der Jagdpanther auf diese Seite irgendeinen Scheiß gegeben. Das ist genau das, was ich euch im Arti-Alltag zeigen will. Arti ist so extrem teamabhängig. Und wenn man genau dieses Pech hat, dass das eigene Team sich für eine Seite überhaupt nicht interessiert und der Gegner genau über diese Seite pusht. Und das ist auch noch die Seite auf der entsprechenden Karte, wo man sich als Arti nur hinstellen kann. Denn andere Optionen hat man auf Erlenberg tatsächlich nicht mehr. Dann ist man einfach ziemlich am Arsch und ist halt so schnell aus der Runde raus, wie wir es waren. Am Ende machen wir noch 445 Schadenspunkte, sind damit Schadenspunkte technisch irgendwo im mittleren Bereich. Und XP-technisch dafür, dass wir so früh aus der Runde raus waren, haben wir hier sogar noch den 5. Platz in den XP bekommen. Tja, okay, und das als Top-Tier-Panzer. Keine Ahnung, wie wir das hier gemacht haben. 17.000 Credits rausbekommen, Tagessieg 1.452 Erfahrungspunkte. Eine Runde, über die man nicht weiter reden braucht. Wir springen in eine zweite Runde mit der GW Panther. Zweite Runde in der GW Panther. Wir sind in einer Mid-Tier-Runde auf Tundra. Eine Karte, die ich tatsächlich relativ häufig, zumindest gefühlt in der Arti bekomme. Auch am Arti-Alltag hatten wir die jetzt schon ein paar Mal. Ich bin jetzt gespannt, was wir hier machen können.
Ich hoffe, wir werden nicht gleich wieder gerommelt, so wie in der ersten Runde, sondern dass man mal wirklich ein bisschen Arty-Gameplay sehen kann und sich nicht gleich irgendwie auf 4, 5 Lights konzentrieren muss, die da den einzigen Panzer wegrommeln, der uns da irgendwie beschützt. Gut, der einzige Vorteil oder der Vorteil auf Tundra ist, dass wir eben mal hier, da gucken unsere Lights, dass man hier ja relativ mittig steht und man irgendwie noch eine Chance hat, drauf zu reagieren, wenn das Team halt irgendwie wegstirbt oder nur auf eine Seite fährt. Wobei man halt auf Ehrenberg, was wir gerade hatten, einfach gar keine Möglichkeit haben, dort irgendwo uns hinzustellen. So, T-37 ist da relativ aggressiv an der Spotting-Position gefahren, aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Gucken wir doch mal, ob wir den MT-25 da oben ein bisschen mal Hallo sagen können. Einzielen, 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 einzielen. Schuss weg. Oh Gott. Yay! Su-100 M1. Ja, Tundra, ist auch als Arti nicht. Also, ja. Man kann auch nicht mehr so gut auf den Berg zielen, wie es früher mal ging. Ihr seht, wir haben hier massive Probleme. Okay, jetzt die Su vielleicht nochmal. Wobei, wir bleiben da halt. Ihr seht es schon. Wow, wir treffen sie. Ich sag mal so, wir treffen sie. Das ist ja schon mal was. Auf den VK komme ich nicht. Crusader SP ist offen. Kommen wir eventuell. 3 Sekunden, 2, 1. Ah, wir haben sie zumindest nicht voll getroffen. Hier war eine Hellcat. Dort ist ein IKV, der gepusht wird. Die Su geht rein. Der geht raus. Scorpion G. Ne. Italianski. Oder T29. Oder die da. Das hat sich gelohnt. Ja, doch, es hat sich gelohnt. Scorpion G. Mein Friend. Ich versuche mich mal ein Stück weiter rechts hinzustellen. Um da eventuell besser diese Ecke abaimen zu können. Aber ihr seht schon, die haben keinen großen Bock mehr. Na, der Uni jetzt eventuell. Komm, Ziel ein, Ziel ein, Ziel ein. Oder VK 100. Wow. Also das ist jetzt schon eine Sache, die habe ich auch gestern im Livestream mehrmals erlebt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe Aluhut irgendwie mäßig die Theorie oder den Eindruck, dass an der HE irgendwas geändert wurde. Denn wie oft ich jetzt schon mit HE-Munition gar keinen Schaden gemacht habe. Das, ja, also nicht schön, muss ich sagen. Gar nicht schön. Ich meine, klar, das ist ein VK 100, aber hallo? Wo bitte habe ich den getroffen, dass ich an dem gar keinen Schaden mache? Oh, das ist gut, okay. Ja, mein Freund, da hast du dich ein bisschen zu weit da rausgewagt. Und ich war gerade fertig mit Reload. So, VK und T20. Da sollten wir noch einen Schuss eigentlich rauskriegen. Der VK ist jetzt zugegangen. Das ist natürlich nicht so schön. Kommen wir auf den Italiener. Oh, Scorpion G. Ah, Scorpion G komme ich nicht drauf. Dann der Italiener eventuell. Ja, und wir zünden ihn sogar noch an. Warum eigentlich nicht? So, VK 100. Ekelhaft. Haben wir gerade ja schon gesehen. Kein Schaden mit HE. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt die letzten Tage, dass ich immer so sehr ungünstig getroffen habe. Ah, komm, mach ihm ein bisschen Schaden, Jagdpanda, damit wir noch ein bisschen Support-Damage kriegen. Ah, er durchschlägt nicht. Ja gut, der ist auch stark gepanzert, also brauchen wir nicht drüber reden. So, 6 Sekunden, wir sind eingezielt. Er nimmt ihn halt raus. So. Noch mal ein bisschen was abgefarmt. Schadenstechnisch die Runde bisher, oder bis jetzt, auf jeden Fall gut.
Aber was ist jetzt hier im Weg? Ach, ein Eisenbahnwaggon. Aber gut, er fährt weiter vor. Das heißt, wir können gleich wieder auf ihn wirken. Nein, nein, nein. Fahren wir da vor oder zurück? Ah, shit. Ah, der Eisenbahnwaggon versaut uns da ein bisschen das Aiming. Aber die Teammates machen Schaden drauf. Das Stunning müsste von uns sein. Dementsprechend kriegen wir den Support Damage. Und wenn er jetzt noch ein paar Sekunden lebt, können wir ihn vielleicht sogar rausnehmen. Ah, Mist. Eine Sekunde zu spät haben wir den Reload da beendet. Kolobanov incoming. Bei wem denn? Ach, beim BZ. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, wo der stand, aber sei es drum. Es wäre auch keine Kolobanov. Ach so, nee, stimmt, Kolobanov ist ja, ich habe jetzt gedacht, habe es jetzt verwechselt mit Radley Walters, aber ich glaube nicht, dass der VK da eine Kolobanov noch gemacht hätte. Wir machen hier eine dritte Klasse jetzt in der Runde. Schläger und Wirkungsfeuer. Machen 2000 Damage, sind damit auf Platz 2 vom Schaden her, hinter dem WZ, der hier 7 Kills hat, also kurz vor der Radley stand, und der VK100 mit seiner angeblichen Incoming Kolobanov. Naja, sei es drum. Erfahrungspunkte technisch ist das jetzt auch der zweite Platz. Die Runde ist sehr interessant, weil zwei Artis, auch die Hummel, in den Top 3 sind. Das ist, ja, ungewöhnlich. Sieht man nicht so oft. 776 XP. Basis ist aber jetzt auch kein, das ist ein guter Wert, ohne Frage. Das ist aber auch kein Monsterwert oder kein hypergeiler irgendwas Wert. Das ist einfach eine überdurchschnittlich gute Runde, muss man sagen. Auch vom Damage auf jeden Fall. Aber hier sieht man halt auch wieder, ja, XP. Also gut, in der Runde will ich jetzt gar nicht drüber meckern. Ich finde das jetzt okay. Wir haben keinen Kill gemacht. 2000 Damage, 1000 Support noch. Das ist auf jeden Fall gut. 28.000 Credits bekommen wir aus der Runde raus. Bekommen noch eine Anleihe für die Unterstützungsmedaille. Und machen 1164 Erfahrungspunkte mit Premium-Account. Der dann, oder die dann in die Schnellausbildung gehen. Tja, die erste Runde, ganz klassisches Arti-Fail-Gefecht, würde ich mal sagen. Was halt jeder von uns auch schon erlebt hat. Zweite Runde, wo man erstmal denkt, na, die Map, die ist gar nicht so mega geil. Aber am Ende können wir unseren Schaden noch sammeln. Aber natürlich auch einmal, weil wir so einen schönen Hit auf den Scorpion G machen mit 700 Damage. Also das müsste sogar ein Durchschlag gewesen sein. Wir gucken mal kurz hier drauf. Ja, das war auf jeden Fall ein Pen beim Skorpion, das hat richtig wehgetan. Und dann auch noch den Italiener nochmal angezündet. Insgesamt auf... Moment. Wir hatten den Italiener angezündet. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber warum ist dann hier kein Zeichen für Motor oder für Tank zerstört? Das ist auf jeden Fall interessant. Aber sei es drum. Auf jeden Fall mit den beiden Hits haben wir ordentlich Schaden abgefarmt. GW Panther, Sima Arti, ich bin kein großer Fan von. Die beiden Runden, oder die zweite Runde auf jeden Fall, war ganz annehmbar. Bei der ersten Runde haben wir auch relativ zuverlässig getroffen, waren halt einfach viel zu früh raus. Ja, diesmal hat sie mich nicht ganz so im Stich gelassen oder zumindest geliefert. Und ich bin ganz zufrieden. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinungen zu den beiden Runden in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.